Verabredung im Ruhrpott. Kohle, Stahl und industrielle Revolution haben das Ruhrgebiet groß gemacht. Die Zeiten sind vorbei. Heute kämpft die Gegend mit Strukturwandel, Arbeitslosigkeit und Hartz IV. Viele kurdische Flüchtlinge aus dem Norden Syriens haben hier Zuflucht gefunden. Darunter auch eine Familie, die ich bereits 2015 getroffen hatte in Rumänien. Ja, vor zwei Jahren kam ein kleines Holzboot mit 70 Flüchtlingen aus Syrien über das Schwarze Meer nach Rumänien. Ich habe damals in einem Flüchtlingsheim Kawa Eli seine Frau und seine kleine Tochter kennengelernt. Was ist aus denen heute zwei Jahre später geworden? Wir sind gleich in Gladbeck im Norden von Deutschland. Ich bin neugierig, die wiederzutreffen. Wir schauen mal, wie es denen geht. Doch zuvor werfen wir einen Blick zurück. Winter 2015. Das Schwarze Meer kann ungemütlich sein und gefährlich. Als die Nachrichtenagenturen erste Meldungen über ein völlig überladenes Flüchtlingsboot verbreiteten, schickte Euronews ein Reporter-Team los. Nahostflüchtlinge auf dem Schwarzen Meer, das war ungewöhnlich. Todesangst und Terror vertrieben Kawa und Emina aus Kobane. 2014 war das. Der sogenannte Islamische Staat eroberte kurdische Dörfer, kam immer näher. Emina war schwanger. In Urfa, auf der türkischen Seite der Grenze, gebar sie ein Mädchen, Huna. Auf der Suche nach Zukunft flohen sie weiter nach Europa. Ich weiß, was Krieg bedeutet. Ich habe gesehen, wie Menschen vor meinen Augen getötet wurden, wie sie vor meinen Augen starben. Ich habe gesehen, wie ihre Körper zerrissen wurden, wie ihnen die Beine abgerissen wurden. Da ist ein Mann, du kennst ihn gut, und er stirbt. Es ist nicht einfach mit anzusehen, wie dein Haus, dein Heim zerstört wird, in nur einem Augenblick einfach so in die Luft fliegt. Im rumänischen Flüchtlingslager hatte Kawa mich zu einer Partie Schach eingeladen. Er war der weitaus bessere Spieler. Um mir eine zweite Chance einzuräumen, verabredeten wir uns. In zwei Jahren würden wir uns zur Revanche-Partie treffen, egal wo. Dezember 2016, einer dieser graukalten norddeutschen Wintertage. Kawa empfängt uns herzlich. Die Heizung hat er auf 27 Grad gestellt. Kawa, nice to meet you. Kawas neues Zuhause heißt Gladbeck, eine 77.000 Einwohnerstadt mit 1.200 Flüchtlingen. Während uns Emina eine Willkommensmahlzeit zubereitet, erfahren wir die gute Nachricht. Sie erwartet ein zweites Mädchen. Im Januar ist es soweit. Die rumänischen Behörden hatten Kawa vor Gericht gestellt. Menschenhandel lautete die Anklage, weil er seine Frau und sein Neugeborenes illegal über die Grenze gebracht hatte. Sechs Monate wartete Kawa auf sein Verfahren. Emina floh mit ihrem Baby über Ungarn und Österreich nach Deutschland. In der Haft spielte Kawa Schach. Eines Tages brachte ihm der Übersetzer eine Nachricht. Er sagte mir, deine Frau ist jetzt in Deutschland. Deine kleine Familie ist in Sicherheit. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. In diesem Moment habe ich alles um mich herum vergessen. Das Gefängnis, alles, wirklich. Ich fühlte mich auf einmal sehr glücklich. Sie sind nun in Deutschland. Letztendlich sprach das Gericht in Rumänien Kawa von der Anklage des Menschenschmuggels frei. Doch wegen illegalen Grenzübertritts muss er 1.300 Euro Strafe zahlen. Nach seiner Entlassung kam auch Kawa nach Deutschland. Als er Emina und Huna wieder sah, erkannte er seine Tochter kaum wieder. Groß war sie geworden und konnte laufen. Würde Huna ihren Papa nach der langen Trennung wiedererkennen? Sie sah zu mir hoch und dann sagte sie nur, oh. Dann fragte sie, bist du der Papa? Und ich sagte, ich bin dein Papa. Zuerst blieb sie zwei oder drei Minuten lang ganz still stehen, bewegte sich überhaupt nicht, sah mich an. Dann auf einmal fing sie an zu lachen, begann mit mir zu spielen und mir die Haare zu zerzausen. An einen Augenblick erinnere ich mich heute noch ganz genau, als ich sagte, komm zu Papa. Und sie rannte auf mich zu. Das war ein unglaublicher Moment, wirklich. Familienzusammenführung ist ein Grundprinzip des Flüchtlingsschutzes. Auch Emina bekommt glitzernde Augen, wenn sie sich an diesen Glücksmoment erinnert.
Ich fühlte mich eigentlich nur zweimal glücklich während dieser Zeit der Trennung. Das erste Mal, als ich erfuhr, dass mein Mann aus dem rumänischen Gefängnis entlassen worden war. Und dann, als ich ihn mit eigenen Augen am Bahnhof hier in Deutschland sah. Zunächst konnte ich gar nicht glauben, dass er es wirklich geschafft hatte. Es war so ein gutes Gefühl, ihn wieder zu haben, wieder zusammen zu sein. Als der Zug einfuhr, konnte ich Kawa zuerst gar nicht finden. Dann sah ich diesen Koffer, der mir bekannt vorkam. Auf einmal begriff ich, Kawa kommt wirklich. Ich rannte los, dann sah ich ihn und ich legte meinen Kopf an seine Schulter. Die Behörden brachten die Familie in Ostdeutschland unter, doch viele Verwandte lebten im Westen. Dorthin zogen auch Emina und Kawa. Wir sind mit dem ersten Beigeordneten der Stadt Gladbeck verabredet, zuständig für die Integration der Flüchtlinge. Wir speziell in Gladbeck haben sogar festgestellt, dass anerkannte Flüchtlinge, speziell im Frühjahr 2016, in großen Zahlen aus dem Osten unserer Republik ins Ruhrgebiet nach Gladbeck gekommen sind, weil sie sich im Osten nicht wirklich sicher gefühlt haben. Der Osten ist, was die Arbeitslosenquote anbetrifft, besser mittlerweile gestellt in vielen Bereichen, als wir es hier im Ruhrgebiet sind. Um die Integration der Familie in die deutsche Gesellschaft zu erleichtern, bekam Kawa einige Adressen in die Hand gedrückt, darunter auch die eines christlichen Pfarrkindergartens. Kawa und Huna stellten sich vor, doch leider ist kein Platz frei. Die Flüchtlingswelle brachte 150 Kleinkinder nach Gladbeck. Obwohl die Stadt nicht reich ist, werden jetzt neue Kitas gebaut. Ich bin mir sicher, dass meine Tochter problemlos mit anderen Kindern Kontakt knüpfen kann. Wir würden es gerne sehen, dass Huna im Kindergarten und in der Schule die deutsche Sprache lernt. Und ich werde Kurdisch mit ihr sprechen. Wir sind schon bei mehreren Kindergärten vorbeigegangen, doch dort wurde Huna nicht aufgenommen, denn sie ist erst 2. Und in vielen Kindergärten werden keine Kinder genommen, die jünger als 4 sind. Bislang schloss die Familie keine Bekanntschaft mit Deutschen. Die meisten Sozialkontakte knüpfen sie innerhalb der kurdischen Gemeinschaft. In der Gegend leben viele Flüchtlinge aus Kawas Heimatstadt Kobani. Manche Experten reden von einer verlorenen Generation mit Aussicht auf einen Job bestenfalls in 5 bis 10 Jahren. Konkrete Frage, gibt es denn genug ausreichend Sprachangebot oder gibt es lange Wartelisten? Es gibt lange Wartezeiten. Das ist auch anders nicht zu stemmen gewesen. Das, was im Sommer 2015 und auch noch danach bis in den Sommer diesen Jahres sozusagen passiert ist, wenn 1,2 Millionen Menschen oder ob es 1 Million waren, das spielt dann gar keine Rolle mehr, kommen in ein Land, dann sind ja nicht von jetzt auf gleich per Knopfdruck alle Systeme hochgefahren, sondern die müssen entwickelt werden. Erst die industrielle Revolution und die Einwanderung tausender Polen machten aus Gladbeck eine Stadt. Heute, über ein Jahrhundert später, wächst Gladbeck erneut, dank Kawa und anderer Flüchtlinge. Im Augenblick denke ich eigentlich nur daran, wie ich einen Sprachkurs und dann vielleicht auch einen Führerscheinkurs bekommen kann. Später dann, in 5 Jahren oder so, werde ich versuchen, mir wieder ein Musikinstrument zuzulegen und etwas mit Musik zu machen. Ich möchte gern in Deutschland leben, falls mir erlaubt wird, hier zu bleiben. Für Huna ist heute ein ganz besonderer Tag. Sie hat Mia und Julie kennengelernt. Die 4 und 5 Jahre alten Mädchen sind stolz darauf, der kleinen Huna den Weg zum Weihnachtskarussell zu zeigen. Und ihre Oma spendiert freigebig eine runde Glück und wirbelnde Lichter. Willkommenskultur made in Gladbeck.